Hello, Twinkle. Hallo, Twinkle. Wie geht's dir heute? Was ist das, Twinkle? Kannst du das hören? Oh nein, bist du okay, Sandy? Ich glaube, sie ist zu schnell geflogen. Arme Sandy. Warte, hast du eine Idee, Twinkle? Was hast du denn da, Twinkle? Genau, eine Banane. Bananen sind gelb. Oh je, Sandy scheint keine Bananen zu mögen. Twinkle, was denkst du dir jetzt aus? Noch eins? Weißt du, welche Frucht das ist? Ja, Twinkle, eine Orange. Orangen sind orange. Ist das nicht lustig? Wie schade. Sandy mag Orangen auch nicht. Versuch's nochmal. Du hast mehr Obst gefunden. Weißt du, was das ist, Twinkle? Das stimmt, Twinkle. Das sind Weintrauben. Die sind lila. Oh je, Sandy mag gar kein Obst, oder? Was ist das? Das fiel von dem Baum. Weißt du, was es ist? Genau, Twinkle. Ein schöner, roter, rosiger Apfel. Super! Sandy mag Äpfel. Obst ist sehr gut für dich, Twinkle. Und lecker ist es auch. Tschüss, Twinkle. Hallo, Twinkle. Was hast du denn da? Oh, du möchtest ein Bild malen. Was für eine gute Idee. Was malst du denn zuerst? Ist das der Teich? Sehr toll, Twinkle. Das stimmt. Der Teich ist blau. Was kommt jetzt? Gute Arbeit, Twinkle. Der Baumstamm ist braun. Aber es sieht nicht genauso aus, oder? Irgendetwas fehlt. Das stimmt. Die Blätter des Baums sind grün. Das ist besser. Aber etwas fehlt doch noch. Was kann es sein? Gut gesehen, Twinkle. Natürlich. Die Äpfel sind rot. Gut gemacht. Du hast ein Bild gemalt. Was ist los? Was ist passiert, Twinkle? Oh, ich verstehe. Du konntest deine Lieblingsfarbe nicht benutzen. Gelb. Aber Twinkle, ich kann etwas Gelbes sehen. Überleg mal, Twinkle. Woran kannst du denken, dass gelb ist? Das stimmt, Twinkle. Du bist gelb. Gut gemacht, Twinkle. Was für ein hübsches Bild du gemalt hast. Tschüss, Twinkle. Hallo, Twinkle. Hallo, Sandy. Spielt ihr Fangen? Sieht aus, als hättet ihr großen Spaß. Twinkle, in welcher Kiste versteckt sich Sandy? Ich glaube nicht, dass Sandy da drin ist, Twinkle. Weißt du, was es ist? Das stimmt, Twinkle. Ein kleines Schwein. Ist es nicht süß?
Ich glaube, das ist auch nicht Sandy. Weißt du, welches Tier das Geräusch macht? Das stimmt, Twinkle. Eine putzige Ente. Wie toll! Liebe Güte, das ist nicht Sandy. Weißt du, was das ist, Twinkle? Das stimmt, Twinkle. Eine große, liebe Kuh. Das heißt, hörst du das, Twinkle? Erkennst du das Geräusch? Gut gemacht, Twinkle. Du hast Sandy, die Möwe, gefunden. Jetzt bist du dran mit Verstecken, Twinkle. Tschüss, Twinkle. Tschüss, Sandy. Hallo, Twinkle. Du siehst ja glücklich aus heute. Oh, schau. Zwei bunte Vöglein. Schau, wie süß die sind. Warum gehst du nicht Hallo sagen? Schau, Twinkle. Hier ist ein blauer und hier ist ein roter. Die winken Hallo. Die sehen sehr fröhlich aus. Oh nein, die zwei Vögel fliegen weg. Ich frag mich, wohin sie fliegen. Keine Sorge, Twinkle. Ich bin mir sicher, dass du sie wiederfinden wirst. Sind sie in dem Baum? Oder vielleicht dahinter? Nein, wohl doch nicht. Vielleicht der andere Baum. Was ist denn da rot? Genau, Twinkle. Schüttle die Äste. Da sind sie. Geh und checke den anderen Baum. Und da ist der blaue Vogel. Gut gemacht, Twinkle. Du hast die Vögel gefunden. Hurra! Es ist so toll, deine Freunde wieder zu haben. Jetzt könnt ihr spielen gehen. Tschüss, Twinkle. Viel Spaß. Hallo, Twinkle. Freust du dich darauf, deinen Freunden Weihnachtsgeschenke zu geben? Was für Geschenke würden deine Freunde mögen? Ein lila Dreieck. Möchtest du das Dreieck einpacken? Schau! Da sind viele verschiedene Kartons unter dem Baum. Welchen Karton könntest du für das Dreieck benutzen? Gut gemacht, Twinkle. Wundervoll, du hast ein oranges Quadrat. Wo glaubst du, dass das orange Quadrat passt? Das stimmt, in den quadratischen Karton. Gute Arbeit! Es ist ein blauer Kreis. In welchen Karton passt der Kreis? Ja, der runde Karton. Schau dir all die tollen Geschenke an. Bist du bereit, sie deinen Freunden zu geben? Sandy Möwe. Mond. Sonne. Twinkle möchte euch eure Weihnachtsgeschenke geben. Danke, Twinkle. Frohe Weihnachten an alle. Hallo, Twinkle. Wenn alle Sterne zu sehen sind, ist es Nacht. Schau, da ist Häschens Hütte. Und da ist das kleine Babyhäschen. Es sieht sehr müde aus.
Es ist fast Babyhäschens Schlafenszeit. Kannst du ihm helfen, sich fürs Bett fertig zu machen? Nun, hilf Häschen, die Zähne zu putzen. Schön putzen. Hin und her. Genau so. Gut gemacht, Häschen. Zeit, ins Schlafzimmer zu gehen. Zieh deinen Schlafanzug an, Häschen. Gut gemacht. Schau, Häschens Schlafanzug hat Monde und Sterne drauf. Sterne, genau wie du, Twinkle. Jetzt ist es Zeit fürs Bett, Häschen. Schüttele Häschens Kissen, Twinkle. Ja, so. Jetzt kuschle dich schön warm ein mit deinem Karotten-Teddy. Zeit für eine Umarmung und dann wird geschlafen. Zeit für kleine Häschen einzuschlafen. Genau so. Mach die Augen zu. Gute Nacht, Häschen. Gut gemacht, Twinkle. Du hast Häschen in den Schlaf geschickt. Gute Nacht. Twinkle, Kuckuck. Hallo, Twinkle. Schau dir mal die schönen Sonnenblumen in dem Feld an. Eins, zwei, drei, Kuckuck. Gut gemacht, Twinkle. Oh, hallo Sandy. Sandy hatte sich auch hinter der Sonnenblume versteckt. Gutes Versteck, Sandy. Eins, zwei, drei, Kuckuck. Gut gemacht, Sandy. Hast du das gesehen? Da ist der Mond. Er war hinter der Sonnenblume versteckt. Eins, zwei, drei, Kuckuck. Das macht Spaß. Da, hinter der Sonnenblume. Da kommt die Sonne auch spielen. Er mag auch verstecken. Noch ein letztes Mal. Eins, zwei, drei, Kuckuck. Ich glaube, sie spielen jetzt alle Verstecken. Geh sie suchen, Sonne. Da ist Sandy. Da ist der Mond. Und wow, da ist Twinkle. Was für ein Spaß. Tschüss allerseits. Hallo, Twinkle. Wow, was für ein schöner Regenbogen. Rot, orange, gelb, grün, blau, indigo, violett. Ich frag mich, was Twinkle mit den Wolken macht. Wow! Sieh mal! Du hast einen Kreis gemacht, Twinkle. Genau wie ein Ball. Was machst du jetzt, Twinkle? Oh, schau! Du hast ein perfektes Quadrat gemacht. Sehr beeindruckend, Twinkle. Gut gemacht. Und nun, was macht Twinkle diesmal? Oh, schau, es ist ein Rechteck. Genau wie ein Bett, in dem du ein Nickerchen halten könntest. Es macht Spaß, aus Wolkenformen zu machen. Ich frage mich, was Twinkle als nächstes machen wird. Natürlich! Ein Dreieck, wie eine Rutsche oder ein Kreisel. Gut gemacht. Was macht Twinkle denn nun?
Och, schau, es ist ein Stern, genau wie du, Twinkle. Wow, der Stern winkt uns zu. Ist das nicht erstaunlich und magisch? Ich denke, Twinkle hat all diese Formen sehr gut gemacht und so viel Magie benutzt heute. Gut gemacht, Twinkle. Bis bald. Häschen und sein Papa sehen sich den hübschen Sonnenuntergang an. Papa denkt, dass es die perfekte Zeit ist, ein Lied zu singen und holt seine Gitarre. Papa Häschens Lied ist sehr gut. Häschen und Twinkle mögen es beide gerne hören. Wow! Twinkle hat drei blaue Quadrate gemacht. Häschen findet die blauen Quadrate sehr hübsch. Gut gemacht, Twinkle. Wow! Als die Quadrate platzten, entstand fliegender Sternenstaub. Häschen und Papa schweben hoch in die Luft. So ein Spaß! Twinkle und Häschen sagen Hallo zu Herrn Sonne. Jetzt hat Twinkle rote Dreiecke gemacht. Super! Häschens Papa ist sehr beeindruckt mit Häschens Fliegen. Sie umarmen sich herzlich. Oh, schau! Herr Sonne ist müde. Ich glaube, es ist seine Schlafenszeit. Häschen ist auch müde. Er sagt Tschüss zu Herrn Sonne, während er sachte wieder runterschwebt. Oh, Twinkle hat grüne Kreise gemacht. Sieh mal, wie sie friedlich herumschweben. Papa Häschen dankt Twinkle für einen magischen Abend. Er nimmt Häschen zum Schlafen ins Haus. Gute Nacht, Häschen. Schau, da fliegt Twinkle durch die Nacht. Hallo, Herr Mond. Was für eine schöne, sternenklare Nacht. Oh, Häschen, Kätzchen und Sandy Möwe spielen Fangen. Twinkle sagt Sandy, dass die Spielstunde zu Ende ist und es Zeit fürs Bett ist. Aber Sandy sagt, dass sie noch nicht müde ist. Sie möchte weiterspielen. Oh oh, Sandy musste sich sehr bemühen, um den Ball zu fangen. Sie ist wirklich müde. Sie sollte ins Bett gehen. Twinkle benutzt ihren magischen Sternenstaub, um Sandy zu ihrem Nest zu leiten und deckt sie zu. Gute Nacht, Sandy. Kätzchen und Häschen spielen noch mit dem Ball. Twinkle sagt Kätzchen, dass es Zeit fürs Bett ist. Kätzchen möchte Nein sagen, aber ist sehr schläfrig und kuschelt sich zum Ausruhen ein. Twinkle schwebt Kätzchen zu ihrem Bett, damit sie bequemer schlafen kann. Gute Nacht, Kätzchen. Häschen hält den Ball mit seinem Kopf hoch. Schau, da ist Twinkle. Sie sagt Häschen, dass es Zeit fürs Bett ist. Häschen sagt, dass er nicht schläfrig ist, aber seine Beine sind sehr müde. Er gibt zu, dass es wahrscheinlich doch besser ist, ins Bett zu gehen. Twinkle nutzt ihren magischen Sternenstaub, um Häschen zu seiner Hängematte zu schweben. Nach so viel Spaß beim Spielen werden sie alle gut schlafen heute. Gute Nacht, Häschen. Gute Nacht, Twinkle. Gute Nacht allerseits. Twinkle, der Stern, ist hoch oben im Himmel. Aber schau, ein Sternlicht ruft von unten. Es sind die Waldfreunde. Twinkle fliegt zur Erde runter. Es ist Spielstunde mit Twinkle. Häschen und Bär möchten Twinkle etwas zeigen. Ich frage mich, was es ist.
Ein komisches Ding. Vielleicht ist es etwas zum Riechen? Nein? Vielleicht etwas zum Ertasten? Oder zum Anstupsen? Oh, es machte ein Boing-Geräusch. Das ist sehr lustig. Sieh mal, Twinkle springt. Ich kenne das. Es ist ein Trampolin. Du kannst es benutzen, um richtig hoch zu springen. Oh nein! Großer Bär hüpfte zu hart und alle fielen runter. Häschen hat seinen Kopf gestoßen. Twinkle möchte sicher gehen, dass Häschen nicht verletzt ist. Bär hat Angst, dass er seinen Freund Häschen verletzt hat. Aber Häschen weiß, dass es ein Unfall war und es Bär sehr leid tut. Das ist okay. Häschen vergibt Bär. Ich denke, sie sollten nicht mehr auf dem Trampolin spielen. Es sei denn, ich glaube, Twinkle hat eine Idee. Natürlich! Sie können alle Spaß haben und auf dem Trampolin springen, solange es nicht zu voll wird. Gut gemacht. Wie toll das ist. Aber die Sonne geht auf und die Nacht ist fast vorbei. Zeit für die Sterne und Waldfreunde ins Bett zu gehen. Twinkle muss wieder hoch in den Himmel. Tschüss allerseits. Tschüss Twinkle. Schlaf gut. Die Waldfreunde freuen sich darauf, zusammen in den Pfützen zu spielen. Aber warte! Was ist das? Das ist ein Regenschirm. Aber was macht man mit einem Regenschirm? Riecht der? Nein. Vielleicht ist es etwas, womit man auf Dinge zeigt. Vielleicht kann man damit graben? Nein, vielleicht nicht. Oh wow! Es ging auf! Jetzt hat es eine andere Form. Aber wir wissen immer noch nicht, wofür man es benutzt. Was passiert, wenn wir es anstupsen? Das ist sehr verwirrend. Ich frage mich, ob es vielleicht ein kleines Boot ist. Nein, es ist kein gutes Boot. Ich frage mich, wofür es ist. Oh nein! Es regnet. Alle werden nass werden. Sieh mal! Twinkle bleibt dank des Regenschirms trocken. Also dafür benutzt man einen Regenschirm. Gut gemacht, Twinkle. Die Sonne geht auf und die Nacht ist fast vorbei. Zeit für Sterne und Waldfreunde ins Bett zu gehen. Twinkle muss wieder hoch in den Himmel. Tschüss allerseits. Gute Nacht, Twinkle. Die Waldfreunde spielen Fangen. Häschen rennt weg. Oh, schau! Was ist das?
Was für ein lustig aussehendes Ding. Ich frage mich, was das sein könnte. Ist es zum Anstupsen? Was für ein lustiges Geräusch. Schau, Sie können Twinkle durch das lustige Ding sehen. Ihr Gesicht sieht ganz wackelig aus. Aber was ist das? Bär kann etwas riechen. Es riecht nach Erdbeeren. Es schmeckt auch nach Erdbeeren. Aber es sieht nicht wie eine Erdbeere aus. Twinkle hat eine Idee. Sie weiß, wer ihnen sagen kann, was es ist. Es ist Woo. Ich bin sicher, dass er helfen kann. Oh, es ist ein leckerer Snack. Woo sagt, dieses wackelige Ding ist ein Wackelpudding und dass es sehr lecker ist. Ich frage mich, ob Twinkle und ihre Waldfreunde es probieren möchten. Die Sonne geht auf und die Nacht ist fast vorbei. Zeit für Sterne und Waldfreunde ins Bett zu gehen. Twinkle muss wieder hoch in den Himmel. Tschüss allerseits. Gute Nacht, Twinkle. Häschen, Bär und Maus möchten Twinkle etwas zeigen. Ich frag mich, was es ist. Oh, es ist nicht nur ein Ding, sondern zwei Dinge. Es ist ein paar Schuhe. Aber was macht man mit Schuhen? Die scheinen nicht gut zum Riechen oder Essen zu sein. Wofür könnten die sonst sein? Nein, die machen nichts, wenn Häschen sie anstupst. Versuch etwas anderes. Oh, wo ist Maus hin? Buh, Maus hat Verstecken gespielt. Was probiert ihr jetzt? Ich glaube nicht, dass man das damit macht, Häschen. Aber vielleicht sollte man sie anders tragen. Ich glaube auch nicht, dass man sie so über die Pfoten ziehen sollte. Das ist es. Man trägt Schuhe an den Füßen. Aber ich glaube nicht, dass dir die Schuhe passen, Häschen. Ich glaube, sie sind auch für dich zu groß, Twinkle. Und sie sind viel zu groß für dich, Maus. Warum probierst du sie nicht an, Bär? Da! Sie passen perfekt. Jetzt versuche, darin zu laufen. Wo kommt denn das Quietschen her? Wie komisch. Da ist nichts da. Da ist es wieder. Ich glaube, Twinkle hat eine Idee. Oh, es sind die Schuhe, die so quietschen. Bär bewegt sich nicht. Also wo kommt das Quietschen jetzt her? Es ist Maus. Sie hat Verstecken und Quietschen gespielt. Was für ein Spaß. Aber die Sonne geht auf und die Nacht ist fast vorbei. Zeit für Sterne und Waldfreunde ins Bett zu gehen. Twinkle muss wieder hoch in den Himmel. Tschüss allerseits. Tschüss, Twinkle.